Und damit herzlich willkommen zur 18. Folge der Lego-Start und heute bauen wir hier am Leuchtturm weiter. In einem kurzen Video zwischendurch in dieser Woche habe ich euch auch gefragt, welchen Weg ihr besser findet, entweder das gefließte oder das Mauermuster. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist die Mehrheit für diesen Weg und das hier, das werden wir auch gleich im Bau überbauen. Leider waren die Kommentare auch zwischendurch aktiviert, aber der Kommentar hat zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 3 Likes. Und in dem Sinne starten wir jetzt, den Weg zu bauen. Wäre nun der Weg fertig. Ich habe hier noch so ein bisschen Bepflanzung reingemacht, sodass der Weg vielleicht so ein bisschen durchwachsen ist. Und jetzt werden wir hier außen noch Wiese drumherum machen, damit das Ganze nicht so komisch aussieht wie jetzt. Kleine Details wie zum Beispiel eine Bank bauen wir gleich hin. Jetzt bauen wir die Bank. Kleine Details wie zum Beispiel Schatzsucher dürfen selbstverständlich auch nicht fehlen. Damit die Kanten etwas besser aussehen, fließen wir jetzt die Noppen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr diesen Weg findet. Es ist mein erster Weg mit Snot-Bautechnik und ich finde ihn für den ersten Weg eigentlich relativ gelungen.
Und das wäre auch schon das Endergebnis der heutigen Lego-Start-Folge. Während der Leuchtturmwärter hier nun Pause macht, könnt ihr diesen Kanal auch gerne abonnieren und unten in die Kommentare schreiben, wie ihr den heutigen Fortschritt fandet. Ansonsten könnt ihr diesen Kanal hier links gerne abonnieren und hier rechts könnt ihr euch andere Videos von mir anschauen. Ciao!